Das sind Christine und ihr Ehemann Thomas. Und Thomas hatte leider vor 8 Jahren einen Schlaganfall, wonach er nicht mehr essen, gehen und sprechen konnte. Zusammen mit Christine habe ich ihre Geschichte aufgeschrieben, wie sie ihren Mann 2 Jahre lang begleitet hat, sodass er zurück ins Leben findet. Es geht dabei um bedingungslose Liebe, wie Christine diese Herausforderungen im Alltag gemeistert hat und wie sie auch neue Kommunikationswege gefunden haben, denn sprechen konnte Thomas nie mehr richtig. Die ersten 2 Male trafen wir uns in der Schweiz, um ausführlich über ihre Geschichte zu reden. Für das 3. Mal beschlossen wir, einen Ort ihrer Vergangenheit aufzusuchen. Dazu fuhr ich von Aarau nach Lindau am Bodensee, traf dort Christine und gemeinsam fuhren wir nach Immenstadt im Allgäu. Thomas hat dort während 1,5 Jahren in einer Wohngemeinschaft gelebt, wovon er auch dann täglich, also zumindest unter der Woche, zur Reha fuhr. Und Christine, die 200 Kilometer weiter entfernt wohnte, besuchte ihn jedes Wochenende. Jetzt, wo wir hier sind an diesem Ort, gibt Christine euch gerne einen Einblick in ihre Gedanken. Die Geschichte, die eben auch mit im Buch ist, über ja, bedingungslose Liebe, die entsteht eigentlich aus einem Schicksal heraus. Und dann, wenn die Geschichte niedergeschrieben wird, sich zeigt, was eigentlich wirklich das Leben da draus ermöglicht hat, durch so einen Weg, durch so eine Krankheit, die dann ganz andere Dinge zum Vorschein bringt. Christine half ihm, die Magensonde abzusetzen, damit er wieder normal essen konnte. Sie zeigte ihm, wie er zur Toilette muss, wie er seine Zunge rausstrecken muss. Sie gingen zusammen auf Ausflüge und eines Tages standen sie vor dem Kino in Immenstadt und Thomas deutete an, dass er gerne einen Film schauen möchte. War aber ein wenig schwierig, weil dort die Stufen zum Kino unüberwindbar schienen. Dann kam der Kinobesitzer raus und half ihnen, in den Saal zu kommen. Und seitdem standen fast wöchentlich Kinobesuche an, die auch eine Insel waren im Alltag von Christine und Thomas. Wir sind jetzt hier gerade beim Kino, wo wir Christine und Thomas sind Filme schauen. Das hat noch richtig viel Charme. Und haben jetzt auch noch gerade das Foto gemacht. Wir sind jetzt recht zufrieden. Ich habe mir da heute Morgen vor allen Dingen schon Gedanken dazu gemacht, mit welcher Einstellung ich hierher fahre. Und die Einstellung ist ganz klar mit Freude, weil hier so schöne Erinnerungen da sind. Diese gemeinsamen Erlebnisse, die Filme anzuschauen, das gemeinsam erleben zu können, vor allen Dingen hier in diesem Rahmen, nicht vor einem Fernsehen, sondern wirklich hier mit den anderen Menschen zusammen. Das hat uns beide ganz viel Freude gegeben, viel Glücksmomente gegeben und auch dieses Freuen fast jede Woche, was schauen wir zusammen an. Und Thomas hat die Filme rausgesucht anhand von dem Wochenprogramm. Und hat mir dann gezeigt, was er gerne sehen möchte. Und wir haben das auch in den meisten Fällen wirklich umgesetzt. Und darum bin ich hier mit einem guten Gefühl hergefahren, mit einem Gefühl, ja, der Freude. Für Christine ist es wichtig, diese Geschichte zu teilen, um anderen zu zeigen, dass eine schwierige Situation zu einer starken Verbindung zwischen 2 Menschen führen kann. Und für mich war es ein einzigartiges Erlebnis, dort in Immenstadt einen Ort ihrer Vergangenheit aufzusuchen. Diese Geschichte wird in meinem kommenden Buch abgedruckt sein. Du kannst es jetzt vorbestellen über das Crowdfunding. Und ich danke Christine schlussendlich vielmals für diese Möglichkeit und auch für dich hier mal ein visueller Einblick in meine Arbeit, die mit anderen Personen ebenso weitergeht. Und diese Personen werden ebenfalls in diesem Buch porträtiert sein.